Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Supermänner gegen Amazonen. Und hier haben wir auch ein schönes anderes Cover. Hier in der MRA mit Wendecover hier natürlich, gell? Auch hier sehr, sehr schön. Und das Ganze hier von Alive sogar. Ich habe den Film, ich bin ein bisschen durch Amazon gewandert, gell? Hab mal ein bisschen rumgeguckt, was gibt's denn Schönes? Und dann wurde mir der hier eingeblendet und da habe ich gedacht, Supermänner gegen Amazon, hey, das ist bestimmt ein schönes Barbaren-Trash-Filmchen. Und dann habe ich mir den Trailer angesehen und habe mir gedacht, ach du Heilige, das könnte genau dein Scheiß sein, ja. Und somit habe ich das Ding bestellt, habe es mir auch angeguckt und ja, was soll ich sagen, gell? Es ist eine Koproduktion, eine italienisch-chinesische Koproduktion. Es ist ein Trash-Filmchen aus dem Jahre 1974, ist ab 12 Jahren freigegeben und dauert 101, gell? Ja, 101 Minuten. Als Regisseur haben wir hier Alfonso Breccia und hier spielen ein paar Schauspieler mit, die ich noch nie was von gehört habe, aber wir haben hier Riccardo Pizzuti, ja? Riccardo Pizzuti, den solltet ihr kennen aus den ganzen Bud Spencer-Filmen zum Beispiel. Es ist, ja, wie schon gesagt, eine Koproduktion, ja, italienisch-chinesisch und zwar zwischen den Shaw Brothers und Italo Martineggio. Jo. Und die haben tatsächlich, es ist aus einer Reihe, ich glaube der erste, aber ich kann es nicht zu 100% sagen. Und zwar gibt es zum Beispiel die drei Supermänner räumen auf. Drei tolle Kerle, drei Spaghetti in Shanghai. Das sind so drei Titel, die auch einen deutschen Titel haben. Und es sind insgesamt 7 Filme in dieser Reihe. Aber die haben alle gar keinen deutschen Titel. Also glaube ich auch nicht, dass die hier irgendwie erschienen sind. Ja? Wenn ihr natürlich mehr wisst, unten in die Kommentare bitte. Ja? Würde mich interessieren. Um was geht es in Supermänner? Gegen Amazonen geht es darum, dass hier ein paar Amazonen die Gegend terrorisieren. Ja, die haben eine kleine Festung dort und außenrum gibt es ein paar Dörfer und die Amazonen terrorisieren diese Dörfer. Dort gibt es aber auch einen Magier und zwar Dama, ja. Der regelt dort ein bisschen das Ganze, ja, beschützt diese Dörfer und er muss natürlich dann auch gegen die Amazonen kämpfen. Dort gibt es ein kleines Feuer, ein mystisches Feuer. Dama ist unbesiegbar, aber er stirbt trotzdem und so nimmt sein Schüler das Ganze in die Hand, schlüpft in das Kostüm des Superman. Und er kriegt natürlich auch von einem Gladiator und von einem Asiaten, die da so zufällig dort sind, kriegt er da ein bisschen Hilfe und kämpft dort gegen die Amazonen, um die umliegenden Dörfer zu beschützen. Ja, das ist so der ganze grobe Plot darin. Und ihr habt den Trailer, habe ich euch vorne ja rangepackt. Und es sieht sehr, sehr trashig aus. Ja, es sieht sehr, 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 sehr trashig aus. Und die Sounds, ja, wenn der springt von einem Berg runter und springt wieder hoch, der wird einfach rückwärts abgespielt. Es sieht richtig übel trashig aus, ist es aber gar nicht. Es ist gar nicht so trashig und übel, wie es hier auch im Trailer dargestellt wird. Ja, und die deutsche Synchro ist von Rainer Brandt. Rainer Brandt kennt ihr, der auch schon die ganzen Synchronisationen geschrieben hat von den ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Ja,
Und er hat hierzu auch die Synchronisation gemacht. Und man muss sagen, wow, sehr geil. Sehr geil. Und was soll ich sagen? Der Film fühlt sich an wie eine Mischung aus einem Shaw Brothers Film, einem Bud Spencer Film und einem Trash-Barbaren Film. Ja, also wenn man die drei Dinger zusammenpackt, dann hat man das hier und es fühlt sich wirklich an wie ein Bud Spencer Film, ein Bud Spencer und Terence Hill Film, ohne die beiden. So fühlt sich das an. Es macht Spaß, es gibt ein paar Fights, ja, wie bei den Shaw Brothers Filmen. Es gibt Schwertkämpfe mit den Amazonen. Die fühlen sich an, als wärst du in so einem barbaren Trash-Film. Und es gibt halt wirklich richtige Prügeleien, wie bei Bud Spencer und Terence Hill, die bau, bau, puff, ja, und die Leute fliegen in der Gegend herum. Die Sprüche wie bei Bud Spencer und Terence Hill, es ist richtig genial. Man ist wirklich, man denkt, man guckt sich einen Bud Spencer und Terence Hill Film halt ohne die beiden an. Okay, man hat auch die Stimme von Terence Hill, die hört man dort auch da drin. Von Bud Spencer habe ich sie jetzt nicht erkannt, falls er da drin sein sollte. Aber unglaublich, ich hatte richtig viel Spaß damit. Es gibt zwischenzeitlich ein bisschen, zieht sich's mal kurz, ja, vielleicht so 10 Minuten oder so oder eine Viertelstunde zieht sich so ein bisschen, aber dann geht es dann auch wieder ab. Und ich bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich begeistert von diesem Film. Und wenn ihr den noch bekommt und ihr steht auf Bud Spencer, Terence Hill, und wenn ihr darauf steht und auf die ganzen Flash Shaw Brothers und auf die Trash-Barbaren-Filmchen von damals, dann schaut da mal rein. Also es lohnt sich wirklich. Ich war wirklich, vielleicht merkt ihr es, ich war positiv überrascht. Ich habe gedacht, ich gucke mir hier so ein kleines Barbaren-Filmchen an und dann kommt sowas. Ich bin mega begeistert davon und wirklich, schaut euch den Film mal an, wenn ihr auf diese Art von Filmen steht und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das garantiere ich. Ja, so. Ja, dann war es das auch schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart und haut mir mal in die Kommentare. Kennt ihr den Film vielleicht von früher? Wart ihr vielleicht im Kino, gell? Habt ihr die Scheibe schon vor mir entdeckt und seid begeistert oder ihr sagt, nee, lass mal Demo, das kannst du dir sonst wo hinschieben. Alles unten mal in die Kommentare und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, euer Timo.